Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde des geliebten Motorsports. Gleich geht's los nach dem Intro. Viel Spaß! So, und hier sind wir auch schon auf Laguna Seca, heute mit der Gruppe 2. Fluch und Segen zugleich, liebe Zuschauer. Ich begrüße auch ganz herzlich den Chat, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei der Pro League und bei meinem persönlichen Road to 200. Na? Wir sind jetzt 184 Abonnenten bei mir und deswegen Road to 200 so langsam. Wenn es euch gefällt, was wir hier veranstalten, hier in der Pro League und der AMD League, lasst einfach ein Däumchen da, würde mich freuen. So, ich mache das heute alleine, weil mein Co-Moderator, wie ihr hier seht, hier einen schönen 360 macht, weil er über den Körb gerutscht ist. So, und dann sage ich auch mal einen wunderschönen guten Abend an den Campi. Schön, dass du da bist. Genau, Chat muss ich noch nach links verschieben. Ach, das ist immer das Ganze. Streamst du eine Woche aus der Casa, ist der Chat rechts. Streamst dann Gran Turismo, ist der Chat links. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gekommen und beziehungsweise habt das Wochenende gut verbracht. Na, es war ja Faul-Endzeit. Ja, warum das Auto schaut doch schön aus. Es war doch VLN-Zeit. So. Dann schauen wir mal hier. Tastatur ein. Tastatur mag nicht. Mal raus. Oder ist die Batterie schon wieder leer? Das ist alles möglich. So. So, schauen wir auf den Chip. Ich finde es gut. Ah, so, sind wir dabei wieder. Assetto Corsa Competizione. Lieber Flo, solltest du vielleicht auch kennen, so ein bisschen. Na? So, der Live-Button ist auch am Start wieder. Und der Chris dreht sich ja auch mal weg. So. Ja, und viele haben ja auch 12 Stunden von Spa gesehen, gefahren bei den Kollegen von Tulli und Chick. Also es war ein sportreiches Wochenende, Formel 1 war auch noch da, wo die Ferraris ja wieder mal Weltklasse agiert haben und sich gleich in der ersten Runde abschießen müssen. Also bei denen läuft es auf jeden Fall richtig gut. Ja, ACC kann man wirklich essen, das ist eine Tablette sogar, das sind Tabletten. Na, das auf jeden Fall, wenn der bei dir alles im Rachen verstopft ist, dann ist das ein Schleimlöser. Richtig, genau, der Flo sagt, der Long Survivor. So, und dann gehen wir mal hier mit dem lieben Mikil mal auf die Strecke. Ich hoffe, der Ton ist gut, oder soll der Ton noch ein bisschen lauter sein? Schreibt es mal bitte in den Chat. Nee. Dann gehen wir mit Heinz mal auf die Strecke. So. Ja, Flo, das geht nicht.
das geht nicht. Flo, das kann ich nicht machen. Tut mal an. Ja. Nee. Von dem her bin ich gespannt, was die Jungs hier zusammenbringen, weil das Flugzeug hier, was die Jungs heute fahren, den GT, die GT2-Fahrzeuge, ja. Ja, Gewinnspiel, lieber Kalli, gibt es nächste Woche. Zum Ende der Saison gibt es ein Gewinnspiel, wo man was gewinnen kann. Aber der Chris wird dann vielleicht dann noch was erklären dazu. Wir werden es so machen, dass auf jeden Fall jeder den Kanal von mir abonnieren muss. Man muss auch den Beitrag von Chris liken und dann alles andere werden wir an dem Tag auch noch sagen, wie es dann wirklich vonstatten geht. Marco, grüß dich. Schaltet ein, es wird dieses Gewinnspiel gibt es dann auch bei der Pro League. In ähnlicher Weise. Natürlich andere Gewinne. Aber ihr dürft euch freuen. Der Chris hat sich was Wunderschönes überlegt. H1 geht etwas weit. So. Und von daher wird es richtig gut. Also ihr müsst nächste Woche definitiv einschalten. Und bleibt am besten da noch dran. Um die Sache vielleicht dann nochmal zu erklären, was der Chris da genau vorhat. Ich schreibe es jetzt gleich nochmal in den Chat. Dem lieben... So. Doch, doch, das ist schon. Gewinnspiel. Ah, so haben wir es jetzt. Bam. So, Freunde. Wir haben 46. Und damit geht es dann mal los. So. So, gib doch mal bitte in den Chat, wer hier heute das Podium unter sich ausmacht. Strecke ist schwierig, Strecke ist nicht einfach. So, Narasch ist auch wieder mal dabei. Schön, dass du wieder mal da bist, Narasch. Ja, Strecke mögen sie nicht so wirklich. Honda. So. Die Frikadelle gewinnt, das glaube ich weniger. Tobi, guten Abend, schön, dass du da bist. So, ich hoffe, der Chat fühlt sich noch ein bisschen mehr. Ah, kleiner Verbremser hier. Minky schon mit einer Top-Zeit 1:13.430, also. Wenn du um die Top Pole Position mitfahren willst, dann brauchst du eine 13er Zeit definitiv. Sonst wird's schwierig. So, hey Flo, warum hast du eigentlich deinen Namen noch nicht geändert? Ne, da musst du doch normalerweise einen Kürzen noch davor. Mittlerweile. So, gehen wir mal auf den Palette haben wir. Akamaku ist auf der 5. Ja, auf deine Namensänderung. Du kannst doch jetzt einmal deinen Namen ändern.
Na? So dass man dich ja wenigstens dazu stecken kann, zu welchem Haufen du dazu kannst. Zu welchen Jungs deine sind. Oh, bleib mal beim Akkomakko mal dabei. Achso, passt gut. Ja, das kann natürlich sein. Tobi, erklär's ihn doch vielleicht einmal. Na, es gibt ja sowas wie Google, aber weiß nicht, ob er sich da so auskennt, der Flo. Ah, Zeitverpressung hier, fast eine halbe Sekunde beim lieben Akkomakko. Scheint doch einigermaßen geübt zu haben. Na, helft ihm halt mal über die Straße. So, Zeitverbesserung 1:16.339 beim lieben Mako ist damit auf Platz 5. Das kann ich nicht beurteilen, das kann natürlich möglich sein. Jetzt geht's hier schon wieder los hier. Jungs, ihr seid geil. Was ist zu mir? Sag mal, okay, der Flo ist zu aktiv bei. Was ist da los? Link hier in der Box. So. Sind wir beim. Ach, Flo. Nein, alles gut. Viele oder die meisten wissen ja mittlerweile, wo du fährst. Alles gut. Ah. Chris geht auch noch an die Grenzen hier. Das ist richtig, Flo, ne? Aber man muss auch wirklich sagen, ne? Also mehr Glück als Verstand kannst du ja wirklich nicht haben. Beziehungsweise, wenn dich die Frau nicht umbringt, ne, dann macht es der Club auf jeden Fall. Boah, das ist ja richtig geil, Tobi. Mm, 4,5 Rips. Hör auf, das zu erzählen. Ne? Die Jungs bekommen und Mädels bekommen hier noch im Chat Runge. So, wen haben wir denn heute nochmal? Impressive Beats, liebe Zuschauer, jetzt im Bilde. Wie alkoholfrei? Kann ja gar nicht sein. Ich kann doch dem Manka alkoholfreies Bier geben. Das ist schlecht. Der Mann kommt aus Bayern. Wie meinst du, die Bilder hochladen? Tobi, wie meinst du das? Achso. Ja, du schickst mal bei. Kannst du es mir ja bei Facebook mal schicken? Oh. Also hier kannst du jetzt kein Bild schicken. Ja. Wir sind ja nicht bei Klaus Grill. Das ist ein bisschen Eintopf ist auch gut. 600 Rumsteak. Das passt ja gar nicht zusammen. Das ist ja genauso, wenn du einen Cheeseburger ohne Käse bestellst. Oder mit Grip ohne Soße. Funktioniert nicht, Jungs. So, also wir gehen mal die Reihenfolge durch. Vor lauter Essen. Minky im Augenblick auf 1. Chris hat sich rangerobbt auf die 2. Wie gesagt, die waren auch schon die letzten Male immer enger zusammen. Dann Bertuben, Heinz, Akkomakko, El Buletto, Impressive Beats, Narash und Quantum Chris. Okay, cool. Herzlichen Glückwunsch dazu noch oder nachträglich. Na, aber Vitamalz. Naja. Wem es schmeckt. Na? Ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber jedem das eine. So, hier die Korkenzieherkurve. Na? Mal schauen, wer heute den Korken hier in dieser Kurve zieht. So, wir sind hier offiziell wären wir eigentlich beim vorletzten Rennen der Saison. Sind wir aber nicht, weil das Wetterchaos
auch bei uns beim ersten Rennen zugeschlagen hat. Das heißt, die Pro League ist quasi in 14 Tagen nicht fertig mit der Liga, sondern die Pro League muss noch eine extra Runde drehen. Na, das Nachholrennen vom ersten Saisonlauf quasi, ich blende es euch mal schnell ein. Ja, in Spa-Francorchamps haben wir ja das Wetterchaos gehabt mit Regen, genauso wie jetzt am Wochenende in Monza. Das wird am Wochenende danach, nach dem Pro League nachgeholt. Also schreibt euch im Kalender, die Saison ist mit dem letzten Lauf der Pro League nicht fertig. Ja. So. Okay. Ja, Minkel lässt sich Zeit, hat eine Zeit hingeknallt, den Rest testet er, ist sehr gut. Jo, das ist schön. So Jungs, ich bin gespannt, was heute noch so abgeht hier. Ja, Zeit bleibt wahrscheinlich hier, ein paar Tuben, ja die dreisten drei eigentlich vom letzten Mal. Mal schauen, ja, bei Batuben ist es immer so, er ist ja in der zweiten Hälfte des Rennens immer so stark. Also, werden wir mal gucken. So. Ja, ihr wisst doch. Sechs Weizen Senalschnitzel hast immer noch nichts getrunken. Ja. Ne, keine Zeitenverbesserung mehr. Ich denke mir, die Reihenfolge wird so bleiben. 1:13, 4:30, also Wahnsinnszeit. Ja, also, wenn es so spannend wird wie letzte Woche hier wieder in der AM liegt, die wurden natürlich wieder ein Feuerwerk. Hier abgefeiert haben, hier in Laguna Seca, in den USA, dann wäre es natürlich mal richtig Bombe. Und von der mir, schauen wir mal, vielleicht kann sich Heinz noch mal verbessern. Nö. Ist Ben da? Räume ich hier nochmal raus. Kommt gleich wieder. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Nee. Du siehst ja meinen Stream. Nee, sonst hätte ich ihn ja schon längst am Bild gehabt. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal raus, nochmal rein. Vielleicht sehe ich ihn dann. Ich hoffe zumindest, das wäre ja wieder mal richtig scheiße, weil letzte Woche, vor 14 Tagen, da hat es ja geklappt, aber ich verstehe das nicht. Kann man das nicht erklären, warum es so ist. So, da wird er auf jeden Fall angezeigt hier in der Liste. Ja, jetzt habe ich ihn auch drauf. Jo. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Also muss ich vielleicht, wie gesagt, irgendwie ist da was, was ich Ben und dich irgendwie nicht vertragen, aber... So, dann ist jetzt der Ben bei mir auch auf 4. Genau, Tobi, jetzt siehst du ihn auch endlich mal. Und... Gucken wir mal. Haben wir auch extra ein Bild hier. Extra ein Bild. Und das ist. Und das jetzt hier. Ja, Übertragung gefällt mir gerade überhaupt nicht. Von der Auflösung her. Ist ja katastrophal hier.
Jahren. Ja, der war ein Training, so wie er ausgeschaut hat. 3 Tage wach. So, einen wunderschönen guten Abend, Mike. Guten Abend, Corsi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich eingefunden hast. Wie geht's dir? Gut. Das freut mich. Das freut mich. Gut. Wochenende gut verbracht? Oh ja, klar. Arbeiten. Na toll. Rennfahren, ausruhen. Ja, ein bisschen Frau noch wahrscheinlich nebenbei. Ne? Ja. Die darf ja auch nicht zu kurz kommen. Das stimmt. So. Ja, dann schaut's heute relativ gut aus. Der Safety Car Fahrer ist auch da. Wir können quasi fast starten. Nur meine Übertragung bei Twitch, die ist ja mal richtig scheiße. Das schaut ja mal richtig katastrophal aus. Verstehe ich da zwar nicht, warum. Aber naja. So. Ja. Der liebe. Jo, alles klar, passt schon. Ja, weil es bei mir schaut es irgendwie ein wenig christlich aus und so weiter, aber wenn alles soweit okay ist. Das ist schön. Liebe Ben geht etwas weit. So, ich bin mal gespannt, ob heute liebe Chris mal die ganzen Vorderleute mal in Ruhe lässt. Ich wieder 5 auf einen Streich, dass du wieder raus musst. Aber heute könnte es eventuell sein, dass du vielleicht sogar noch mal raus musst. Ich hoffe nicht. Könnte. Schöner wäre es ohne. Also wir müssen ja nicht alles nachmachen, was Ferrari macht. Das ist richtig. Das war ja auch wieder die Show wieder, ne? Das. Ohne Wort. Ja. Naja. Wenn Vettel soll er am besten aufhören, das wäre es, glaube ich, gescheitste für ihn. Ja, wobei heute war er ja nicht mal alleine schuld. Nein, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, zu welchem Team würde er erstens? Das ist die zweite, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, reißt er dann überhaupt noch mal was? Schwer zu sagen. Ich denke, da ist einfach ein bisschen die Luft raus, der Ehrgeiz bei ihm. Natürlich, klar. Das heißt, hast du Kinder? Ja, er hatte sein Monument, und aber mit Kindern liegen die Brios halt anders. Und genau. Er war ein sehr guter Fahrer, er ist immer noch ein guter Fahrer. Ja. Richtig. Aber ich glaube, dass einfach der Biss und der Ehrgeiz nicht mehr so da ist. Ja. Er ist kein Schuhmacher, was Ferrari nach vorne bringt. Das war er noch nie. Er hatte bei Ferrari einen sehr guten Ingenieur, der ihm ein perfektes Auto hingestellt hat. Und das hast du bei Ferrari nicht. Ja, das sind halt. Ich weiß nicht, also ich verfolge die Formel 1 nicht so extrem. Aber, nee, ich auch nicht, aber von dem, was du halt immer siehst. Fahrer, ja, und die Fahrer früher. Also auch noch vor Schumi, also ich zähle Schumi noch mit ein zu den letzten, sage ich mal. Aber Piquet, Mantell, Hill, Senna, ja. Dann natürlich hier Winkelhock, Ludwig, die ganzen deutschen DTM-Ikonen. Ja. Die haben das Auto noch verstanden und haben gesagt, Jungs, das war's nicht, das war's nicht, ich will das geändert. Mhm. Die heute setzen sich rein und also müssen sie noch Formel 1 und heulen, wenn es nicht funktioniert. Da fehlt so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Also, es ist zumindest das Bild nach außen, wie es intern ist. Möchte ich nicht beurteilen. Nee. Aber, ja, das fehlt vielleicht ein bisschen so, dieses Rennfahrer ist halt nicht nur einsteigen, losfahren. Das habe ich ziemlich auch dazu. Ich bin auch darauf angewiesen, auf Hilfe von meinen Jungs. Setup, ich bin da auch noch fit drin. Aber es bringt dich halt nach vorne. Aber es ist schön, dass die Jungen jetzt Fuß fassen. Ja. Und nicht nur ein Hamilton vorne wegfährt, sondern auch die anderen so ein bisschen schön. So, gleich geht's los. Aber musst du mal vorstellen, heute bei der GP2, dass beim kleinen Schuhmacher mal der Feuerlöscher während der Fahrt aufgeht, ne? Ja, ich hab's gelesen. Also, das ist ja auch richtig krass. Und das steuern die ja von außerhalb, weil irgendwas in diesen komischen, was weiß ich was, reingeflogen ist. Ja. So, schauen wir mal, bis der Chris die Einstellungen macht. Und dann gucken wir mal.
was wir heute für einen Motorsport geben, weil Motorsport war das Wochenende wirklich viel. Muss man wirklich sagen. VLN war es, Tourenwagen Klassik war, Formel 1 war, dann das 24-Stunden-Rennen hier, bei iRacing, was ja einige gefahren sind und kommentiert haben. Also die üblichen Verdächtigen noch. Genau. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Wer Tupen fängt an? Ja. Ja, aber die meisten kotzen hier auf der Strecke. Ach, ich mag Laguna. Ja, muss halt üben dafür, ne? Sie ist nicht ganz einfach. Um ganz schnell zu sein, ja. Mhm. Aber hat jeder so seine Strecken, ja? Hat er jeder so seine Strecken und bin auch gespannt, Finale bei uns nächstes Wochenende auf der Schleife. Ja, es wird geil. Es wird richtig geil. Wir haben so ein bisschen was geplant, der Chris und so weiter und ich. Ja, ihr gebt euch wirklich viel, viel Mühe und da steckt viel Arbeit im Hintergrund. Ja, ja. Nee, so kleines Gewinnspiel auch noch und für euch Fahrer schmeckt ja auch ein bisschen was und so weiter. Und das wird, denke ich mal... Können sich die Fans freuen. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es könnten nur mehr Zuschauer sein, weil einfach der Motorsport, was ihr bietet in der AM League und hier in der Pro League, einfach leider zu wenig geschätzt wird. Da ja, das ist allgemein. Das ist halt, GT ist zwar viel Community, aber ist aber die großen Zuschauer in dem Sinne ist halt ja, nicht in Deutschland, sondern weltweit und dann musst du wirklich auf ATC, iRacing und Co. gehen, aber. Genau. Ja gut, mittlerweile ist es auch ausgelutscht ein bisschen. Müssen wir leider zugeben. Ja, aber ich finde das familiäre hier viel schöner. Das stimmt. So, schauen wir mal, was der Bert jetzt hier so bringt. Ja. Jein. Du hast das Spiel schon seit 2 Jahren. Männer wegflohen, das ist nicht wirklich. 1:14:656 die Zeit. Flo, ja, aber es ist nicht so, was du, die Motorkulisse, der Klang und so weiter, das ist alles bei jedem anderen Spiel, was du kennst. Was, 1:14:6? Bei mir steht 1:14:171. Nee, bei mir 1:14:656. Okay. Gut. Da hast du, egal ob es iRacing ist, ob du Automobilista, Race Room oder ACC hast, das hört sich einfach nach einem Fahrzeug an. Und nicht so wie hier. Ja. Ja, das stimmt. Das ist halt das Schade. Beim Sound war Polyphony noch nie. Ja. Ganz vorne dabei. Wie gesagt, was halt richtig geil ist, was halt wirklich meilenweit den anderen voraus sind, ist einfach der Streckeneditor, Fahrzeugeditor, die Lackierung. Ja, da hat Polyphony echt was rausgehauen. Also ich kenne Need for Speed, sage ich mal, vom ersten Spiel an, also aus der Kindheit. Ja. Das waren dann schon immer auch da 5 Stunden verbracht im Editor. Klar gab es auch Anbauteile und sagen wir, optisches Tuning. Ja. In dem Sinne, logisch. Aber was die Möglichkeit betrifft, hier im Spiel ist schon, also ich kenne keinen, der annähernd dran kommt. Ja. So, Antip Bauer, servus. Schön, dass ihr wieder da seid mit deinen Jungs und Mädels. Nee. So, dürft Bertum jetzt nochmal fahren? Oder was ist jetzt Sache hier? Nee, der Chris. Ja, weil Bertum auch noch auf der Strecke ist. Nee, jetzt ist er weg. Okay. Das ist Chris dran. Jo. So, einen wunderschönen guten Abend an die neuen Zuschauer hier bei uns beim Magenpokal wieder. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und danke. Unit Power, dass du wieder reinschaust mit deinen Mädels und Jungs.
So, schauen wir mal, was der liebe Chris heute bringt. Zeit war auf jeden Fall nicht weit auseinander zwischen dem Chris und Minkil. Okay. Na, 300stel, also ist nicht wirklich viel. So, mal schauen. Den Raum. Dann kommt er vielleicht gleich wieder. Jupp. Wenn er den Raum verlassen, hat der Mike gerade schon gesagt, wisst ihr was warum? Tobi, weißt du was warum? Kommt er wieder? Ja, ich denke, der kommt gleich wieder. Ja. Vielleicht wieder einen nicht gesehen oder so. Ja, möglich. Wie gesagt, ich habe ihn gerade auch wieder nicht gesehen. Es ist ganz komisch, bei Ben ist Szene immer nicht. Dann bin ich jetzt komplett raus, bin ich nochmal rein, jetzt habe ich ihn wieder gesehen. Also, verstehe ich. So, jetzt schauen wir mal, was Chris macht. Ja. Muss er wieder einen vorlegen? Sah einige Fahrer nicht, okay, alles klar. Oh, Rückstand. Ich sehe keine Zwischenzeit. Nee, Rückstand hat er gehabt. Muss vielleicht auch nochmal rein und raus. Naja, aber. Boah, extrem schnell. Ja, gut. Überall MBR. Ja, die MBR-Jungs sind schon überall. Stimmt aber bei mir auch nicht. 7000stel Vorsprung. Ja, 7000stel. Okay. Ja, ich sehe die Zwischenzeit nicht. Nee. Ich habe auch die falsche Zeit. Wird auch noch gesehen. Jetzt gucken wir mal. 14.6 hast du gesagt. Jetzt habe ich 24.19. Ja, das kann nicht stimmen. Irgendwas passt da nicht. Also ich glaube, ich spack da wieder, ich gehe nochmal raus und gehe nochmal rein. Bei mir steht jetzt 3.1.13.6.1. Ja, genau, das habe ich jetzt auch. Ja. Okay. Ja. Damit ist eine knappe Sekunde fast schneller. Jo. Die wird tauben. Jo. Also du hast ja 13.6 gesehen, bei mir stand eben 14.1. Ja, du sagst 14.6, weil tauben. Das stimmt auf jeden Fall, das ist schon mal gut so. Aber da muss Minkil jetzt schon auch eine. Der hat vorhin eine 13.4 gefahren. 13.5 steht bei mir, aber kam ja erst später dazu. Ja, nee, 13.430 hat er gehabt vorhin. Genau, richtig, Tobi, die MBR-Jungs sind engagiert. Das war's, glaube ich, mit der Zeit. Ja. Mike kann man sehen, wie man will. Ne? Nein, ich lieb die MBR-Jungs. So. Ich mag sie. Wir sind oft zusammen Party abends oder Training für GTM wie GC. Das ist, sind alle so cool und locker drauf. Und das ist so ein bisschen ja, dann Spaß nach außen. Aber wir mögen uns alle. Also hier gibt es keinen Hass oder sag mal. So ein bisschen Unsympathien oder Antisympathien zwischen Teams. Das gibt es ja nicht. Hier nicht, in der EGM auch nicht. Okay. Macht einfach Spaß. Ja. Soll es eigentlich auch sein, weil wir streben ja dasselbe Hobby an im Endeffekt. Alle. Ja, es macht auch viel mehr Spaß, wenn man zusammen auch aber unter den Teams miteinander. Party ist auf Strecke, gemeinsam trainiert. Aber das ist immer noch unser Hobby. So. Genau. Hat gerade schon Verbremser gehabt in der ersten Kurve, so einen leichten. Konnte es aber dann wieder in der nächsten Kurve ausbügeln. Schauen wir mal. Ganz schön. Aber Rückstand, Gehörst. Rückstand! Und Zeitstrafe! Keine Pole für Minkil heute! Ich glaube, 800stel kann er nicht aufholen. Das schafft er nicht. Nee. Jo, und damit
Bei mir wird es halt leider nicht angezeigt, aber 15. Also bei mir steht der 13.7 mit der Sekunde drauf, erst eine 14.7. Ja, bei mir steht schon wieder 15.701, also ich verstehe es nicht. Kapier es gar nicht. Irgendwas ist an der Lobby, Chris. Auf jeden Fall keine Pole. Ja gut, darf ich vergessen. Dom ist auch noch mitten im Umzug. Ah, okay. Also quasi fährt er heute so zwischen Umzugskartons und allem drum und dran. Zieht er endlich nach Deutschland? Hat er endlich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen? Nein, wurde abgelehnt. Einwanderungstest nicht. Achso, okay, gut. Nein. Aber bei mir steht jetzt 13.520, ist links als schnellster Rennen. Kann aber auch irgendwie nicht sein. Okay. Ja, ich weiß nicht. So, Jungs, schauen wir mal. Na dann, mal als Safety Car begeben hier. Ja, Chris fragt, was sie für Zeiten gefahren sind. Ja, ich sehe sie nicht. Ja, bei mir ist es ganz komisch. Also bei mir stand das halt eine 13.7, wie gesagt, aber ja. Strafe war noch drauf. Chris, was haben wir gesagt? 13. Der Chris hat schon geschrieben, 13.601. Also, okay, gar nicht, passt ja. Minki soll es vielleicht noch schreiben. Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. 13.7, Minki. Okay. Hat aber eigentlich nicht so schnell ausgeschaut. Es gibt ja. Ja, Strafe gibt es ja, sagen wir nicht, im Quali, in dem Sinne. Ja. Sag ich mal. Mit Hauben, guck, 14.1 stand bei mir auch, bei dir 14.6, aber Reihenfolge ist auf jeden Fall Chris auf Pol. Glückwunsch. Genau. Winkel 2, Patuben 3. Schau mal. Sehr gut. Ja, sehr gut. Könnte. Ja, wird spannend. Ja, jetzt wieder überholen, sehr schwierig. Ja. Ja. Start und Ziel natürlich. Und das war's dann fast schon. Ja, es gibt schon ein paar Stellen, wenn du deinen Gegner, also wenn du die Zeit hast. Wie würdest du eigentlich vor der Korkenzieherkurve es probieren? Weil da ist ja auch die relativ gerade. Also wenn du die Kurve besser wischst wie dein Gegner vor dir. Ja. Also sprich rausbeschleunigen Richtung Corkscrew hoch. Und dein Gegner spielt mit, dann geht es. Ja. Aber dann musst du schon deutlich nebeneinander sein. Wenn du nach einer halben Waagelänge hinten bist, gehört die Kurve auch dem Äußeren. Okay. Ist so. Weil es gibt keine zwei Linien in der Corkscrew. Und wir müssen das schon, wenn dann beide mitspielen. Ja. Ansonsten, klar, statt Ziel gibt es. Letzte Kurve kannst du ganz viel Zeit liegen lassen. Das hatte ich leider jetzt letzte Woche hier auf Laguna. Letzte Runde waren die Reifen einfach nicht mehr gut. Ja, und, das stimmt. Gab es noch einen kleinen Rennunfall in der letzten Kurve von den hinteren Rängen, die dann quasi zu zweit auf der Strecke standen. Ich musste leider übers Kiesbett ausweichen und habe dann den Grip unterschätzt und dann war das Auto weg in der letzten Kurve. Es war dann leider das Podiumplätzchen. Das war aber gestern, das war letzte Woche richtig gut. Also es hat letzte Woche Sonntag. War richtig geil. Gegen Bakayen, ja, der hat in der zweiten Rennhälfte war eine wahnsinnige Performance. Ich weiß nicht, wo der die herholt. Mhm. Das ist wie wenn er einen Fahrerwechsel macht manchmal. Genau. Beim Boxenstopp, ich weiß es nicht. Also da echt wahnsinnig Respekt immer. Und ja. Jetzt schauen wir halt, was im Finale passiert. Also ich denke, Kevin vorne 1, wird er sich nicht nehmen lassen. Ja gut, aber Nordschleife okay. Weiß der selber, ne? Ist es nicht eine Strecke? Nordschleife ist so, da kann alles passieren. Ja. Aber Plätze 2 und 3 ist sehr eng, also ich bin raus. durch das eine Rennen, wo ich nicht fahren konnte, ja. Wo es den Multiplier gab mit mal 2. Da fehlen einfach zu viele Punkte, aber 2, 3, also da gibt es 5 Mann um 2 Podiumsplätze. Da ist die Frage, volles Risiko oder halt auf Sicherheit und Punkte mitnehmen? Wird sehr spannend. Nordschleife, volles Risiko ist schwierig. Ja, es geht nur volles Risiko, aber Nordschleife auf Sicherheit fahren. Nein, in dem Sinne, dass du richtig voll Attacke fährst, weiß ich nicht, weil du hast irgendwann hast den Abflug drin. Na? Ja. Ist halt auch schwierig. Aber wie gesagt, du musst natürlich schauen.
Kevin kann es eigentlich etwas ruhiger angehen lassen, aber ich glaube nicht, dass es macht. Dafür. Nee, nee, Kevin wird's. Gut, Kevin kann da. Der ist sicher genug, der ist schnell genug. Ja. Aber Bakayan weiß man, Ronny, ja, der in den letzten Rennen ja doch auch am Speed im Vergleich zu Vince Hedge doch ein bisschen abreißen hat lassen müssen. Giovone war ja auch nicht dabei. Muss ja auch so Giovone war jetzt auch nicht dabei. Da ist jetzt richtig Action um P3 und 2. Da müssen die Jungs auch nicht Gas geben. Klar, ich will dort. Also P2 ist Ziel, P1 ist nicht machbar. P2 ist Ziel, aber ich werde nicht in den Kampf da eingreifen und mich dann eher rausnehmen, wenn ich sehe, dass die Fighten um die Position sind da vorne. Naja, aber es wird auf jeden Fall cool werden und Notchläufe ist halt doch immer was extrem ist. Wie gesagt, man hat es heute wieder gesehen bei der VLN. Ja, Notchläufe ist nicht steif. Jetzt schauen wir weiter, was die uns veranstalten. Ja. Naja, aber das einzige Positive ist bei uns dann, dass wir keinen Wetterumschwung haben. Ja. Schade eigentlich, aber. Ja. Es kommt vielleicht beim Gran Turismo 7, man weiß es nicht. Ah, ich glaube auch nicht. Also maximal haben wir vielleicht Wetter, in dem Sinne, dass es mal bewölkt wird, aber wirklich von trocken auf. Nicht. Ja, ich weiß nicht. Also es ist, in jedem anderen Spiel gibt es ja auch. Wir hatten es ja auch mal in GT6, war es ja mal drin, glaube ich, oder war es GT5? Da gab es ja die Funktion mit dieser abtrocknenden Strecke, das war gar nicht so schlecht umgesetzt, oder die Ideallinie wirklich trocken wurde. Ja, das hast du bei ACC ja auch. Ja, ACC ist da super, aber. So, jetzt schauen wir, was die Jungs hier veranstalten, da ist auch noch richtig spannend vorne an der Spitze. Definitiv. Ich gucke mal, dass ich halbwegs hinterherkomme. Und dass alle sauber durchkommen vor allem. Genau. Ja, Chris auf 1, Minky 2, Bertuben 3, Ben 4, Heinz, Akamako, ja. Eboletto, Narash, Impressive und. Und es geht bergauf, also Traktion hier sehr wichtig. Richtig, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Irgendwie, die Kameraposition ist natürlich wieder richtig geil. Und es ist grün. Alle gut weggekommen, sehr gut. Gut. Das brauchen wir. Minky hat sich gleich vor Chris gesetzt. Schau nochmal, ob es irgendwelche Schäden gibt bis jetzt. Schaut bis jetzt gut aus. Nein, bis jetzt keine Schäden. Ui, da gibt es gleich schon einen Zweikampf zwischen Akamako und. Halt. Und Narash. Boah, leichte Berührung hier. Ich lasse die Anzeige noch drin. Und gleich wird es aus dem Zweikampf ein Dreikampf. Und schauen wir nochmal. Gehen wir nochmal durch. Ob es Schäden gibt. Nein, auch der Safety Car Fahrer ist halt durch die Kurven gekommen. So, Minky kann sich schon mal 1,2 Sekunden absetzen. Ja, Wahnsinn, was der Domschau wieder für Tempo legt. Ja, und dann haben wir quasi schon die erste Runde hinter uns. Und dann schalten alle wir. Durchgekommen, das freut mich. Genau. Die Maske auf. Die ersten drei können sich so ein bisschen absetzen. Takamago hängt noch voll mit Narash zusammen. Nach hinten hat er so ein bisschen Luft. Und dann haben wir jetzt 40 Minuten volle Range. Akamako mit dem Fehler. Aber fair nochmal Platz gemacht, ein bisschen nach links. Nicht einfach willkürlich auf die Strecke zurück. Und dadurch Platztausch zwischen Narash und Akamako. So, Eboletto versucht sich hier am Akamako ranzumachen. Und Ben hat verlassen. Hat man die Ben auch verlassen? Nein. Ich verstehe es wieder nicht. Tobi, du musst wieder mal Bericht erstatten. Bei mir hat also wieder mal. Ben momentan auf 4 hängt, Bert Hauben, also richtig gestanden. Okay, nein, sehe ich leider wieder mal nicht. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich schade. Also der hat einen schönen Zweikampf. Ja, jetzt warte mal, ich gehe noch mal rein. Vielleicht ist es aber, wer steht bei mir dort? Er hat verlassen. Nee. Also Ben aktuell auf Platz 4 mit 15 Rückstand.
der Tauben im Windschatten. Ja, ich verstehe es nicht. Danach Heinz auf 5, über 2 Sekunden. Ich verstehe es leider nicht. Es tut mir leid, was das immer ist. So, ich gehe mal die Reihenfolge durch. So, Minkel 1. Ziemlich sortiertes Fahrerfeld. Ja, ja. Keine möglichen Zweikämpfe. Dom vorneweg, 2 Sekunden. Chris ebenfalls 2 Sekunden auf Bert Hauben. Bert Hauben kann sich ein bisschen absetzen, jetzt von Ben schon mit einer Sekunde. Wird. Von mir Heinz. Ne? Schon leicht auseinandergezogen. Ja. Genau. Siehst du den Ben jetzt wieder? Nein, gar nichts. Er ist bei mir weg. Schade. Also ich müsste ja nochmal raus, dann, dass Ben wieder weg wäre, aber keine Ahnung, weil er war vorhin schon nicht zu sehen, dann bin ich raus, dann bin ich wieder rein, dann habe ich ihn auf einmal wieder gesehen und jetzt hat er bei mir verlassen, was bei keinem anderen passiert, man weiß es nicht. Also 10 von 10 sind drauf. Ja, okay. Aber Tobi wird uns bestimmt auf dem Laufenden halten. Tobi hält uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, dann gehe ich mal weiter durch, schau mal, wo den nächsten... Oh, jetzt Verbremser von Ben, der letzte Kurve. Jo, das Phantom ist wieder unterwegs, das ist richtig, Jungs. Das Phantom, ja. Ja. Na, wir hatten es also entweder. Fast der Dreher. Boah, und fast der Crash. Ja, Tobi, du wieder. Du bist ja wieder das Verbindungsglied hier. Naja, weil ich Ben wieder mal nicht sehe. Ben ist bei mir aus der Lobby geflogen. So, Platztausch hier zwischen Impressive Beats und Chris. Durch den Fehler von Impressive Beats. Und dass Ben, dass Minky gleich so vorne wegzieht. Aber jetzt ist bei mir auch Ben Raum verlassen. Okay. Alles klar. Ja, nee, der Tobi hält uns auf dem Laufenden. Ja, der Marco greift auch Narasch langsam an. So, jo, bin ich drauf, danke dir. Ja, du kannst uns rennen schauen. Tobi, ist doch kein Problem. Ben hat sich aufgedreht, okay. Nee, weil bei Mike hat er es nämlich auch die Lobby verlassen. Ja. Gerade eben. Okay, ja, schade. Okay, so, gehen wir nochmal in die Motorhaubenansicht. Motorhaube. Agamarco ist dran an Narasch. Und ratzfatz sind 4 Runden um, ne? Beziehungsweise 5. Genau. Ich werde mich jetzt aber auch verabschieden, für uns steht Training an. Kein Problem, dann einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Danke dir, dass du da warst. Sehr und gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Spätestens. Jo, okay. Bis dann. Jo, ciao. Ciao, Cosi. Tschüss. So, immer noch der Zweikampf hier zwischen Agamarco und Narasch. Hat leicht verloren. Wie sie beide hier zur Korkenzieherkurve hier sich raufpeitschen gleich. Das Stück bergauf. Und jetzt geht's gleich links runter. Kurz das Hüschen heben und jetzt ist er dran. Jetzt ist Marco dran. Jetzt ist Marco dran. Kleiner Schaden vorne hinten. Momentan letzter. Ben, okay. Das kostet natürlich Zeit, wenn er komplett das Auto kaputt gefahren hat. Wird sich der liebe Chris freuen, dass er mal nicht letzter ist. Aber wie gesagt, die Strecke gefällt nicht eben. Ist halt wirklich anspruchsvoll. Aber du brauchst halt hier nur, wie man Daumen. Minute 15. Und ihr Fehler von Narasch. Aber Marco war zu weit weg und es probiert es außenrum, aber. Nee. Fährt mit Kopf. Aber jetzt kommt er besser raus. Hat den Windschatten hier. Touch links an, aber. Yeah. Wow, Ding fährt aber wirklich auf der letzten Rille, Agamarco. Ja, Tobi, der muss dran, der mal den Sand rausziehen aus dem Getriebe vom lieben Ben. Aber er kann sich immer leicht lösen.
So, gehen wir trotzdem mal unseren zum Führenden, der jetzt knapp 4 Sekunden Vorsprung hat. Mintiel wieder eine 13er Zeit gefahren ist an der 6. Runde, eine 13.832. So, dann der liebe Tobi, jetzt knapp 4 Sekunden dahinter, hat jetzt aber auch schon knapp 4 Sekunden auf den Latuben aufgefahren, der wieder um 8 Sekunden hat auf Heinz. Das stimmt noch alles. Narasch auf der 5 hat hinter sich Akamako kleben, der immer im Windschatten ist, aber trotzdem nicht vorbeikommt im Augenblick. Dort hat Akamako knapp 4,5 Sekunden vor Elboletto. Und dann kommt Chris. Halt, was immer, da ist Chris. Knapp 2,3 Sekunden hinter Elboletto und Impressive Beats. Ich gehe mal davon aus, dass der liebe Ben auf dem 10. ist. Was? Wieso ich? Schaut immer, dass ihr euch seht. Ja. Ich habe ihn vorhin gesehen und dann verlässt er einfach die Lobby. Hätte er mal sagen können, dass er einfach keine Lust mehr hat. Ne? Aber leider, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, irgendwas ist da wieder weit raus. Impressive Beats. Mal schauen. Vielleicht müssen wir mal beide unseren Catch löschen, dass da vielleicht irgendwie ein Problem liegt. Aber es ist immer nur bei Ben, komischerweise. Verstehe es halt nicht. So, 4 Sekunden geblieben. Auch 4 Sekunden geblieben. Der Vorsprung ist im Endeffekt jetzt gleich. Und jetzt hast du hier. Akamako ist vorbei. Da muss ein Fehler passiert sein, weil Elboletto hier gleich im Duell ist. Mit dem lieben Narasch. Und Elboletto ist vorbei. Narasch, was hast du gemacht? Weil Mako ist jetzt. 4 Sekunden, ja, da muss irgendwas passieren. Oh, da geht Elboletto weit. Meint, der muss den Sandmann spielen. Ja, da war aber offiziell ist der ja immer schon um 7 da. Oder um 6, weiß jetzt gar nicht. Und jetzt innen, der Konter. Oh, Berührung hier, der beiden. Nehmen wir nochmal in der Wiederholung. Ich hoffe, ich hab's drauf. Aber es scheint nochmal gut gegangen zu sein. Für beide. Segnet sie wieder. Nee, ist bei mir auch wirklich auch nicht in der. Heißt es nicht in der Sandman? So, dadurch ist jetzt auch Chris wieder nach vorne gespielt auf Platz 6. Das sind ja ganz neue. Ganz neue Platzierungen hier, was wir hier haben auf Laguna Seca. Der liebe Chris auf Platz 6, weil die anderen sich alle gegenseitig behindern, so ein bisschen am Limit fahren. Elboletto geht in die Box. Ah, okay. Spezial Edition. Ah ja. Ja, Spezial ist immer nicht so schlecht. Das ist meistens etwas, was wegen mehr Geld kostet, ne? So. 10 Minuten schon rum. 30 Minuten haben wir hier noch zu fahren. Das ist auch anstrengend für die Jungs. Rauf, runter, links, rechts. Du fühlst dich teilweise wie im Karussell. Na, jetzt geht's auch wieder links rum, rechts rüber. Kommen Sie rennen, kommen Sie ran. Und der Dreher von Chris Fast. Ausgang der Korkenzieherkurve dahin. Ja, schon ist der Platz wieder dahin. Ne, kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen und beklaut wie nebenan. Ne, und jetzt auch Narasch in der Box. Nach 10 Minuten. So, Chris jetzt auf 1. Hat vor sich die Überrundung von Impressive Beats. War Minky in der Box. Jo. Hat jetzt 4,5 Sekunden Vorsprung. Das Spielchen hatten wir letzte Woche auch schon mal. Immer wieder mal. Und dass die beiden sich mit der Führung hier abgewechselt haben. Aber auch 13er Zeiten kann. Hier kleiner Querstrecker. Kann auch der liebe Ben
der liebe Chris Kane. So, 2 ist im Augenblick Batuben. Ninkiel jetzt auch auf der Geraden. Muss mal schauen, wie er dann vorbeikommt. Ja, aber gesagt, beide müssen ja noch in die Box. Könnte sein, dass Ninkiel vielleicht dann Undercut gemacht hat. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Hier die wunderschöne Perspektive aus der Luft, aus dem Heli. So, jetzt die Überrundung hier von Impressive Beats. Er muss schauen, dass er vorbeikommt, der liebe Batuben. Ja, schön Platz gemacht. Ah, er sieht ihn schon. Minky sieht Batuben schon. Chris versucht natürlich jetzt das auszunutzen, dass er wegfährt. So, das ist okay. Heinz hat schon 26 Sekunden Rückstand. Lecker, Fanny. So, Chris auf 5. Das ändert sich aber nochmal im Klassement. Akamaku 6. Jo, 7 Narash, 8 Eboletto, 9 Impressive Beats. Da ist jetzt, oh, da ist Impressive Beats nicht gut aus der Kurve gekommen. Minky wäre dann fast hinten aufs Heck gezimmert. Aber zum Glück konnte er es noch rumreißen und er schiebt sich an. Minkiel hat jetzt schon zugefahren. 2,5 Sekunden nur noch Rückstand. Und er sieht ihn natürlich vor sich, Batuben. Unser Baker, mit dem er auch schon heiße Duelle geliefert hat, hier beim GT Magenpokal. Besonders bleibt uns das Rennen auf Brands Hatch in Erinnerung. Da geht es wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und Minkiel ist jetzt schon eine Sekunde hat er jetzt schon aufgeholt. Wahnsinn, was der Dom heute wieder für Zeiten geht. Wahnsinn. Jo, richtig. Brands Hatch war's. Ja, und jetzt ist er schon dran. Jetzt ist er gleich im Windschatten. Da vorne sieht er auch schon den Chris. Also Wahnsinn. Unser Umzieher. Wie der liebe Michael gesagt hat, dass er zwischen Kartons sitzt, aber als Rick noch dort steht. Das Beste kommt immer zum Schluss, heißt es ja dann immer. Und jetzt wird es bald soweit sein. Wahnsinn, was der in den letzten 2 Runden aufgeholt hat. Und Bert ist ja auch ein starker Fahrer, aber ja, Minkiel hat der Mike gesagt, dass Minkiel umzieht. Ein bisschen weiter, kommt Dom besser raus, Minkiel kommt besser raus und bremst sich vorbei innen. Starkes Manöver, stark auf der Bremse, richtig geil gemacht. Hat erst so ausgesehen, als hätte Minkiel eben den Bremspunkt verpasst, aber Wahnsinn. Richtig geiles Überholmanöver, stark gemacht. So, aber er versucht gleich dran zu bleiben. Boah, kleiner Querstehe hier auf dem Randstein. Na, auf dem Randstein hast du dann ein Problem, wenn du dann Gas gibst. Ja, hat er auch, natürlich. Aber er war trotzdem ganz schön spät auf der Bremse. Und jetzt ist Chris in der Box. Chris in der Box, wieder Führungswechsel. Minkiel übernimmt 1, Bert hat die 2. So, Chris kommt. Akamaku jetzt auf der 4. 43 Sekunden Rückstand. So, Heinz auf 5. 6 Narash. 7 Chris. Dahinter Elboletto und Impressive Beats. So, bleiben wir mal auf dem Elboletto drauf. Die Rising Frikadelle. Hier 1,6 Sekunden Rückstand. Das Auto versetzt leicht quer. Ja, davor im Vorderfeld hat er gemeint. Im Vorfeld hat er gesagt, nicht so wirklich seine Strecke, aber Punkte gibt es auf jeden Fall. Trittst du an, kriegst du Punkte, ne? Ja, Vorsprung schmilzt trotzdem leicht. Knapp 20 Minuten noch hier zu fahren im drittletzten Lauf. Durch den Nachholtermin müssen wir noch mal dran. Wenn wir noch mal eine extra Runde drehen hier bei der Pro League.
Ja, und jetzt sind wir unter einer Sekunde hier schon. Geht hier zwischen Platz 7 und 8. Zwischen den zwei Markenkollegen. Da kann er leicht wegziehen, der Chris. Nimmt er leicht mehr Speed mit. Ah, kommt leicht auf die Curbs und versetzt das Fahrzeug jetzt. Jetzt sind sie noch 700stel. Geht schön über den Curb drüber. Dauert noch. So, Minkiel 4,4 Sekunden. Berthuben hat 10 Sekunden Fortress. So, Marco hat 28 Rückstand. 7,7 Sekunden vorm Heinz. Heinz haut auch irgendwie im Niemandsland. Normalerweise kann der eigentlich auch mehr und weiter nach vorne. So, Narasch auf 6 hat im Augenblick ein ruhiges Leben und fährt sein Rennen. Und hier geht's gleich rund zwischen El Bolette und Chris. Jetzt sind es nur noch 600. Im Augenblick der Zweikampf, was hier am meisten Spannung bringt, hier bei uns beim Magenpokal. Ja, hier kann er immer wegfahren. Da ist irgendwie, ist Chris immer schneller. Lieber Tobi, wie schaut es denn beim Ben aus? Wo ist denn Ben im Augenblick? Ben auf 9, danke dir. Okay, wie viel Rückstand hat Ben? Voll impressive, ja, ist klar. So, blaue Flagge. Oh, Minki kommt schon. Also hat Minki schon Ben überholt, so wie es ausschaut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, Dom geht ein bisschen weit raus, aber man sieht, wie viel Überschuss der Mann mitnimmt. Und jetzt geht er in die Box. So. Jetzt hat der Chris mal eine kleine Verschnaufspause. Alles gut. Ne, passt schon. So. So, Minki scheint so ein bisschen lockerer zu anzugehen, so wie es ausschaut. 14er Zeiten jetzt im Durchschnitt. Naja, er muss ja auch nicht voll fahren. Er muss ja nicht voll fahren. Hat er 12 Sekunden Vorsprung. 20 Minuten noch. So, er schiebt quasi Chris vor sich her. Dauert aber nicht mehr lange, dann wahrscheinlich auf der Start- und Zielgeraden. Wird er dann kurz mal durchlatschen. Oh, Quersteher leichter. Aber Chris macht schon Platz. Nö, ist zu weit weg. Ist zu weit weg. Aber, oh! Boah, Unfall! Was hat er denn da gemacht? Ja, das müssen wir uns in der Wiederholung anschauen. Was ist das denn gewesen? Was war das denn hier? Boah! Heftig, Jungs! Was hat er denn da fabriziert, der liebe Bub? Zieht auf einmal links rüber. Tja, das würfelt natürlich das Ganze ganz schön durcheinander. Jetzt ist Chris dran. Und Minkiel hat hundertprozentigen Schaden. Minkiel lässt Chris vorbei. Da müssen wir, ja, er probiert es aus, das Fahrzeug. Das ändert natürlich die Konstellation mächtig hier. Wird durch. Das hat ganz komisch ausgeschaut. Entweder ist er auf den Randstein gekommen, der Chris, dass er dann nach links wegzieht. Da müssen wir ihn nochmal nach dem Rennen befragen, was er hier wieder gemacht hat. Vor 14 Tagen schießt der 5er war einen Abstreich ab. Ja, wahrscheinlich. Boah.
Wer ist denn da rausgefahren? Ja, Chris ist rausgefahren. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Mikal. So, Road to 200 geht langsam Stück für Stück voran. So, Minkiel an der Box. Da spielt natürlich jetzt Chris in die Karten. So hat sich natürlich... So hat sich natürlich Minkiel nicht gedacht. So hat sich das Minkiel natürlich nicht gedacht. Er tut natürlich auf 2. Akamako jetzt auf 3. Nee. Minkiel kommt vor. Ja, Minkiel hat natürlich jetzt Wut im Bauch. Das war natürlich hundertprozentig keine Absicht vom... Chris. Aber wir müssen, glaube ich, mal... Ja, klar. Wir müssen natürlich mit dem lieben Organizer quasi hier, mit dem Veranstalter hier mal ein ernstes Wörtchen reden. Das kann nicht sein, dass er im zweiten Rennen hintereinander die Leute schon wieder abschießt. Das geht so nicht. Das geht so nicht. So, 16 Sekunden Vorsprung. So, jetzt hängt natürlich bei Tuben fest bei El Boleto. Das muss jetzt auch ratzi-fatzi gehen, weil... Boah, und der nächste Unfall. Es gibt's doch heute nicht. Wahnsinn, der nächste Ausrutscher. Schaut's euch an, ey. Der nächste rutscht weg. Und da ist hundertprozentig... Nein, das war hundertprozentig... Das glaube ich auch nicht, dass es Absicht war. Das kann man nicht verstehen. Das beim Cruise sowieso nicht. So. Meine Wiederholung klappt wieder mal nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wieder mal nicht. So, der nächste Unfall. So, da wird bestimmt... Was ist das denn jetzt? Das ist nicht gut, wenn die so, wenn der Bertuben so spackt. So. 6,1 Sekunden. Kommt natürlich jetzt ran, Minkiel. 15 Minuten noch zu fahren. Ich hoffe, die Lobby hält. Ich hoffe, die Lobby hält, Jungs und Mädels. Ja, richtig scheiße. Ja, scheint wieder zu funktionieren. Ja, aber irgendwie ist die Lobby trotzdem mal ein bisschen komisch. Also ich traue der Haut auf jeden Fall nicht. 20 Runden sind wir auf jeden Fall gefahren und im Hintergrund haben wir Minkiel schon wieder gesehen. Aufstand und Zielgeraden. Ja, hat sich jetzt schon wieder rangekämpft. Gleich werden es wahrscheinlich 5 Sekunden sein. So, Akamako in der Box, El Boleto in der Box. Schauen wir nochmal durch, wo ist ein Zweikampf jetzt? Chris fährt vorne weg. Der Tuben dahinter. Minkiel dann. 1. Akamako in der Box. Narasch auf 6. Und Chris dreht sich schon wieder. Chris, lass die Karre auf der Straße. Ich höre doch schon wieder was. Ja. Kein guter Tag heute für Quantum Chris. Und hier geht's gleich rund. El Boleto ist hinter Akamako. Es ist aber Platz 9 und 5. Platz 9 und 5. Sag's ja, es ist schon. So. Also Bertuben müsste eigentlich einen Schaden haben. Könnte ich mir vorstellen. So. Impressive Business ist am Quantum Chris dran. Durch den Dreher wieder. Fährst du quer, siehst du mehr. Macht's hier auch Impressive Beats. Den Drift. Wir sind ja bei keiner Driftveranstaltung. Chris geht rein. Aber das durchhält. Mit den Reifen dann. Und der eventuell dem Schaden, was er haben könnte. Was ich ja nicht sehe. Was er die. Was er das Ganze weiter spannend macht.
Aber der Vorsprung vom Batum wird immer kleiner, immer kleiner. Imkin ist da. Könnte möglich sein, dass Dom nochmal rein muss. Es war auf jeden Fall kein geplanter Stopp von ihm. Er kann natürlich jetzt länger, aber er muss vielleicht nochmal rein. So. Naja, war auf jeden Fall drin. Der hat ja einen Schaden gehabt, der Dom. So, aber was wir heute sehen, sind relativ oder gar keine Zeitstrafen eigentlich. Na, wenn er doch. Natürlich war er drin. Da hat er ja wahrscheinlich, da hat er ja Reifen gewechselt. Deswegen kann er wahrscheinlich hinten aus noch ein bisschen länger fahren, wie jetzt eventuell an Bertuben. So meine ich das. Ja, jetzt wird er den Ball inhalieren. Ist im Windschatten auf jeden Fall drauf. Kurve geht er noch nicht vorbei. Aber Dom ist definitiv leicht angesäuert bestimmt. 10 Minuten, liebe Zuschauer, heute noch auf Laguna Seca. Nee. Ja, ich weiß, Tobi, aber nein. Nein. Uiuiui, ui, ui, da wird's eng und Andrea. Aber Minkin hat gebremst und hat's dann selber gemerkt, dass er doch nicht vorbeikommt. Und Bert hat sich zum Glück nicht gedreht, hat ihn dann wieder gerade gezogen. Aber man merkt, Minkin will vorbei. Er sagt, das gibt's doch gar nicht, ich will da vorbei. Lass mich vorbei, jetzt probier das wieder drum. Und fast gleichzeitig und jetzt hängt er natürlich im Heck des Honda drin. Der Tuben und probiert den Konter gleich zu fahren. Na? Ja, es war natürlich wieder haarscharf. Wie gesagt, Dom ist bestimmt angefressen. Na, ist ja klar. Wer jeder normale Rennfahrer auch. Und er kann sich gleich schon wieder absetzen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, die können ja alle fahren, die zwei. Beim einen, da hat er gedacht, der kommt vielleicht rein noch. So, Chris ist jetzt in der Box. Für Chris ist es auf jeden Fall der letzte Boxenstopp heute. Was macht Minkin? Muss Minkin nochmal rein? Wenn Minkin nochmal rein muss, dann ist es definitiv nicht der erste Platz heute. Durch den Unfall hat sich natürlich das Klassement etwas gedreht. Langt dann für unseren Österreicher? Das ist halt hier natürlich die Frage, ne? Weil... Nee, der muss definitiv nochmal rein. Die Tankanzeige blinkt. Die Tankanzeige blinkt, ja. Er muss definitiv nochmal rein. Bei Batum weiß es nicht. Aber Minky muss nochmal rein. Boah. Das wird definitiv... Das wird definitiv hart. Kommt darauf an, wie viel... Ab Minkin jetzt noch mal rankommt, so lang, aber er muss ja noch mal in die Box. Ich glaube nicht, dass Minkin heute den Sieg nach Hause fahren kann. Und dann dreht man natürlich mit der Rennleitung. Ja, ich glaube, der muss das nächste Mal gleich ganz ohne Qualifying starten. Er darf kein Qualifying machen. So, er sieht ihn aber. Minkin sieht ihn, das ist schon ein sehr geiles Bild. Platz 1 da vorne, gerade um die Ecke, Minkin 2 und hier sehen wir den dritten. Batum. Mal schauen, wie lang oder wann Minkin noch mal rein muss. Wie gesagt, die Nadel blinkt. Oder was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wer heute das Podium, beziehungsweise welche Plätze heute das Podium belegt. Weil ich gehe mal davon aus, dass die drei sich unter sich wieder ausmachen würden oder werden.
Aber welche Platzierungen? Das ist halt die Frage. Schreibt es nochmal bitte in die Kommentare. Da vorne läuft Chris gerade auf. Hä? Ah, ist schon vorbei. Okay, war auf Narasch. Narasch. Nach hinten hat sich Minky schon abgesetzt. So. 4-1. Hat Akamako im Rücken. Bleiben wir da mal drauf bei diesem Duell. Das ist auch noch nicht gegessen hier. Und Akamako fährt. Persönliche Bestzeit hier im Sektor. Ben Sechster, danke dir. Okay. Wie weit ist der hinter Akamako? Weiß denn wahrscheinlich, Tobi. Fährt er jetzt aber ganz schön langsam um 6 Minuten vor Schluss. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Narasch. Hey, Boletto. Chris. So. Nee. Minky kann im Augenblick das Tempo nicht mithalten. 3 Sekunden. Okay. Danke. Er kann im Augenblick das Tempo nicht mithalten. So. Ah, lieber 1 kann sich jetzt schon leicht absetzen mit knapp 2 Sekunden jetzt. Vor Akamako. Ja, 30 Sekunden, also dann. So. Ein gebrauchter Tag für unseren Chef heute hier in seinem grünen Ungeheuer. Er muss auf jeden Fall auch nochmal in die Box. Ja. Schauen wir mal. So, 5 Sekunden, ich glaube. Minkiel. Ja, man sieht an den Zeiten, er gibt auf jeden Fall nicht mehr Vollgas. Er wird registriert. Er hat wahrscheinlich leicht aufgegeben. Ja. Muss ja dann nochmal in die Box. Dann wird er wahrscheinlich Platz 3 auch nicht halten können. Aber er nimmt die Punkte mit. Aber er fährt nochmal. Na, glaube ich nicht, dass Sprit ist. Glaube ich nicht. Man Sprit sparen. Warum sollte er es tun? Wäre doch 4 Minuten vorher. Glaubst du, dass er draußen bleibt? Die Tarnnadel blinkt fast schon die ganze Zeit. Das ist die Frage. 6 Sekunden. Ne? Tobi gibt gar. Tobi Sascha. Chris gibt. Aber warum sollte er? Was? Der hat 5. Ja. Meinst du, um Platz 2 zu sichern? Könnte natürlich sein. Aber 4 Minuten können lang sein. 4 Minuten können lang sein. 5 Sekunden Vorsprung vorm Batuben. Akamako hat jetzt innerhalb kürzester Zeit über 3 Sekunden. Ah, wahrscheinlich. 3 Sekunden verloren. Blaue Flagge hier wieder. Chris zieht gerade am El Boletto vorbei. Der wird auch froh sein, wenn es hier vorbei ist. 7. ist okay. Oder 8. zumindest. Ah, Fahrfehler. Jetzt kommt gleich wieder Impressive Beat. Nee. Auf dem 9. 2,3 Sekunden. Narasch ist noch in der Box. Bei 2 Minuten 40, sonst hätte er auch reinkommen müssen. Ja. Scheint auch sehr früh, okay. Ja. Na ja, gut, du siehst es ja an den Zeiten, dass er langsamer macht. Ja,
Aber das ist trotzdem Wahnsinn, dass er immer noch so viel da vorne bleibt. Norman, grüß dich. Schön, dass du da bist. Dass er doch noch so schnell ist, dass er die 5 Sekunden halten kann, obwohl er spritsparend fährt. Ne? Das ist schon krass. Jetzt kann er sich ein bisschen ziehen lassen von Impressive. Oder doch nicht. Ne, mach Platz. Damit war es das mit dem Windschatten. So. 9 Sekunden hat jetzt Chris Vorsprung. Wird diesen Sieg wahrscheinlich nach Hause fahren. Knapp 2 Minuten hier noch auf Laguna Seca heute am Sonntag. Ich würde euch bitten, bleibt vielleicht dann nochmal da im Chat, weil der Chris möchte so ein bisschen was erklären nach dem Rennen. Hab nur mal gesagt, er soll nochmal auf jeden Fall zu mir in den Chat kommen. Erklärt zum Gewinnspiel und wie es eventuell ablaufen soll. Ich würde euch bitten, einfach nochmal da zu bleiben. Wie gesagt, ich bedanke mich schon mal bei allen, die bis jetzt dabei waren. Sehr, sehr geil. Heute wieder extrem guten Motorsport gesehen. Mit einem Ende, was man so nicht erwarten konnte. So, Marco ist auch nochmal in der Box. Hat sich wahrscheinlich verkalkuliert. Wahrscheinlich zu wenig Sprit mitgenommen. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Na? Bei Ben natürlich auch, der den kapitalen Motorschaden mit Aufhänger und allem drum und dran gehabt hat. Natürlich wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. El Boleto hat sich gerade auch nochmal gefangen. Ja, und hier der Unglücksrabe, der eigentlich das ganze Rennen auf den Kopf gestellt hat. Der liebe Chris, so. Bleibt mal auf dem Chris drauf. Müssen wir noch eine Runde fahren oder? Jo. Müssen wir nicht mehr. Das ist die letzte Runde. Dann bleiben wir drauf und ein unverhofftes Ende. Aber wie immer ein klasse Rennen gefahren, der liebe Chris. So, Heinz ist schon durch. Vierter Platz für den Heinz, Punkte für den Heinz. Und dann dauert es nicht mehr lang. Nur noch eine Kurve und dann gratulieren wir MBR Chris zum Sieg hier auf Laguna Seca. Herzlichen Glückwunsch, Chris. MBR Mannschaft heute wieder sehr, sehr gut abgeräumt mit 1 und 4. So. Winke durch die Spitfahrerei. Auf 4. Akamago gedreht. Okay. Aber jetzt eigentlich drauf. Hier bei Tuben. Auf der 3. Podium. Akamago hier als 5. Herzlichen Glückwunsch. 6 kommt quasi Akamago auf 5. Marco auf 6. Narasch auf 7. Narasch auf 7. 8 ist dann El Boleto. 8 El Boleto, Impressive Beats und der liebe Chris. Ja, liebe Zuschauer. Sehr, sehr geil. Jo. Ja, aber Akamako, du hast ja auch noch in der Boxengasse. Also, weißt? So, Freunde. Glückwunsch von mir ans Podium erstmal. Ne? Es ist wieder, schauen wir uns hier das Ganze nochmal an. Das können wir mal wegmachen. Chris, Minkiel, Bert Hupen, Heinz, Akamako, Narasch, El Boleto, Impressive und den lieben Chris. Auf Platz 6 führend MBR Ben. Was bei mir leider wieder geflogen ist. Ja, keine Ahnung. So. Miguel hat verlassen. Ich denke mal, er wird nicht ganz erfreut sein. Wir werden es dann sehen. Halt. Dann schreiben wir es mal. Glückwunsch. Als Podium.
So. Jo, müssen wir mal schauen, ich lade ihn nochmal ein. Das war natürlich sehr, sehr unglücklich. Da ist er ja schon! So, Freunde! Da ist er. Der das Spiel auf den Kopf gedreht hat. Ja, also erstmal ein dickes Sorry. Also ich habe auch gar nicht so richtig mitbekommen, was da passiert ist. Auf einmal war das Heck so ein bisschen am Wackeln und da habe ich nur gesehen, wie Domi wie so neben mir dann am Driften war und wie gesagt, ich hatte auch, ich weiß nicht, ob er Schäden hatte, bei mir war nichts. Ich habe auch keine Berührung irgendwie mitbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Schaden gehabt hat. Kann ich mir vorstellen. Ja. Weiß ich nicht. Müssten die anderen sagen, dann ist... Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall hast du den Winkel auf jeden Fall das Rennen versaut im Dom. Ja, er war aber auch relativ lange dann noch im Kies. Ich weiß nicht, ob er dann sauer war und nicht losgefahren ist. Er ist nicht rausgekommen, weil ich hatte dann schon gewartet. Aber ich sage mal, mein Rennen habe ich mir auch damit versaut, weil ich war eigentlich vom Topspeed her, hätte ich auf 8 oder so landen können. 7, 8, das war realistisch. Hast du schon ein paar Schnitzer dabei gehabt? Sind wir ganz ehrlich? Ja, vor dem Unfall war gar nichts. Da hatte ich nicht einen Schnitzer gehabt und nur danach konnte ich es eh knicken. Da hatte ich das ganze Feld dann passieren lassen müssen. Das ist richtig. Ja, gut, Dom ist natürlich wieder raus schon. Du wirst es dann im Discord merken. Wir müssen mal ein ernstes Wort hier mit dir reden, weil das ist das zweite Rennen in Folge. Ich sage, wie gesagt, ich habe ihn ja nicht extra weggerammt, ich bin da rausgegangen und beim leichten Anbremsen wurde das Heck schwamm. Ich hatte natürlich schon runtergefahrene Reifen. Im Nachhinein hätte ich vielleicht vorher schon vom Gas gehen sollen. Ja, schaut nur aus, als wärst du auf den Kopf gekommen und dann ist weg. Heck. Hat ihn schon komisch gesehen. Also, ich habe die Leute noch gebeten, dass sie hier nochmal bleiben im Chat. Erstmal vielen, vielen Dank. Zur nächsten Woche. Es haben vielleicht einige schon mitbekommen oder auch nicht. Es ist ja der letzte Lauf der AM League auf der Nordschleife. Das heißt, so Chris, jetzt übergebe ich an dich. Das heißt, ja, da hatten wir uns dann überlegt, dass wir noch so ein paar Geschenke raushauen für alle, die zugucken. Und damit auch alle Fahrer letztendlich noch die nötige Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen auch zusteht, wollten wir die Lobbys dann nicht parallel laufen lassen, sondern hintereinander. Und dementsprechend findet jetzt über die ganze Woche jeden Tag eine Stunde ist ein Lobby offen, damit jeder Fahrer die Möglichkeit hat, seine Qualifikationszeit zu fahren. Und dann wird am Sonntag werden beide Rennen hintereinander starten. Also es sind ja je 30 Minuten, das heißt insgesamt auch sehr überschaubar. Aber so haben halt alle Fahrer die volle Aufmerksamkeit im Stream und wir wollen dann pro Rennen jeweils ein Carrera-Auto verlosen. Da kann ich schon mal so viel verraten und ansonsten so Kleinigkeiten raushauen. Ich habe Postkarten besorgt mit den Autos drauf vom Markenpokal und jeder, der da halt mit im Chat drin ist und dann zur richtigen Zeit das Zauberwort dann schreibt, ja, bekommt halt ein kleines Geschenk. Fehlt noch was? Ja, Lobby A und B hintereinander. Genau, Lobby A, B hintereinander. Also wir machen das dann auch so wirklich, dass Lobby A als erstes startet, Lobby B als zweites. Die Zuordnung wird dann ja wieder ausgelost. Die Qualifikationszeiten, die werden offiziell nicht bekannt gegeben. Das heißt, die Leute, die eventuell morgen schon fahren, die wissen dann ihre Zeit natürlich. Können sie privat, wenn sie es wollen, auch schon veröffentlichen. Aber von meiner Seite wird da noch nichts bekannt gegeben, dass letztendlich die Leute, die am Donnerstag oder Freitag vielleicht erst die Qualifikation fahren, dann noch keine Infos von offizieller Seite haben, was dann so die Richtzeiten sind, sondern letztendlich jeder keine Vorkenntnisse hat und dann seine Runde fahren muss. Es gibt nur eine Hotlap. Da muss man sich halt auch wieder überlegen, gehe ich volles Risiko oder fahre ich ein bisschen zurückhaltender und komme sicher durch und spekuliere auch drauf, dass andere dann vielleicht Fehler machen und ja, wie gesagt, ja jedem selbst überlassen. Genau. Das Gleiche werden wir auch bei der Pro League machen, aber nicht quasi in 14 Tagen, sondern danach, wenn quasi das Regenchaos-Rennen nachgeholt wird. Also nicht auf den Nordschleifen, auf den Grand Prix-Kurs quasi das Ganze beruhen, sondern das wird dann quasi in Spa, wird die ganze Verlosung und das Gewinnspiel dann stattfinden. Ja, genau, absolut. Also für Spa hatten wir ja auch schon die Qualifikation gefahren. Die Ergebnisse waren ja dann eingefroren und es findet dann ja nur noch das reine Rennen statt.
was wir nachholen. Und da machen wir das Gleiche dann auch, wie jetzt nächste Woche dann schon bei der Amateurliga. Genau. Ich hoffe, ganz wichtig ist aber noch, wie ihr mitmachen könnt, Chris. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt, was die Leute machen müssen, um am Gewinnspiel Ja, also teilzunehmen. es gibt nochmal ein offizielles Statement, aber wir können ja schon mal so viel verraten. Also Voraussetzung ist, dass ihr die Markenpokalseite liked und natürlich bei Corsi ein Abo dalasst. Das wird auch so eingestellt werden, dass nur die Leute den Chat nutzen können, die auch dann abonniert haben. Und damit ist das Ganze ja auch sichergestellt. Wer das Abo abgeschlossen hat bei ihm, der hat auch die Möglichkeit zu gewinnen. Ist natürlich Nein, alles Marco. kostenlos. Ja, warte mal schnell, Chris. Marco, nein, nicht nächstes Wochenende. Die Woche danach. Genau, also nächste Woche ist dann wieder ganz normal AM League AM. dran. Genau. Genau, die fahren ihr Finale auf der Nordschleife. Dann kommt ja die Pro League die Woche später auf den übrigen Grand Prix-Kurs. Und danach die Woche direkt kommt dann ja das Nachholrennen in Spa und das ist dann eben unser Finale, wo dann auch nochmal Genau. ein Gewinnspiel stattfindet. Ja. Schaut, ich blende es euch hier mal ein. So, bevor der Chris dann nochmal wegen dem Gewinnspiel was sagt. Jungs, wir sind jetzt nächste Woche am Nürburgring. Nordschleife AM. Die Woche drauf, quasi am 26. findet Pro League statt. Und darauf die Woche hin, das ist ja dann quasi der 2. August. 2. Ja. August ist Finale Pro League. Ganz wichtig, 2. August Finale Pro League. Da wird quasi das ganze Gewinnspiel für die Pro League gemacht. Ja, genau so ist das. Genau. Und wie gesagt, Chris, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen habe, nochmal wegen dem Gewinnspiel. Nee, ich war ja fertig, oder? Ja. Ne? Und von dem her anmelden auf der, also bei mir liken, beim Chris die Seite vom Magenpokal auf Facebook liken, plus den, waren wir jetzt mit Beitrag oder ohne Beitrag? Ja, das werde ich, wie gesagt, ich gebe da noch ein Statement und vielleicht auch den Beitrag liken. Ich schreibe das dann da alles rein. Das ist für alle dann sofort erkenntlich, was sie machen müssen. Genau. Na, es wird bei mir auch auf der Seite, auf der Facebook-Seite von meinem Kanal, wird es nochmal auch nochmal veröffentlicht werden. Im Discord-Kanal von uns beiden wird es auf jeden Fall nochmal veröffentlicht werden. Überall, die Infos gibt es überall. Genau. Man kann Und sich da gar nicht irgendwie dem entziehen. richtig. Und ich würde uns freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet, na, dass es nach außen rausplaudert quasi, dass es Ja, richtig schön wird, dass man ein richtig geiles Finale bekommt. sagt euren Freunden Bescheid, teilt dann fleißig und dann wird das ein würdiger Abschluss. Genau, ne? Ich sag, weil AM League ist immer spannend, da ist immer irgendwas los, besonders auf der Nordschleife. Also Nordschleife ist das Einzige, was wir nicht haben, ist Regenwetter und Hagel und Sturm, aber sonst bist du auf der Nordschleife nicht sicher. Ja, wie das halt immer so ist. Ne? Danke dir, Bertuben. Ne? Ebenfalls. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche. Finale, Grande Finale auf der Nordschleife, lasst euch überraschen, wir haben noch was vorbereitet. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Jo, ciao.